Da bin ich wieder bei Skyrim. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wo ich langlaufen muss. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer es überhaupt meine Mission war. Du kannst bei dir ruhig Ton anlassen, Bionale, weil ich habe ja Kopfhörer und die übertragen den Ton von deinem Spiel nicht weiter. Aber wenn deine Stimme übertragen wird. Ja, das Mikrofon ist direkt an der Schnute. So, wie komme ich jetzt hier runter? Verflucht doch mal. Ist mein Typ eigentlich dabei? Ach, dann nimmt ja wieder den Außenweg. Ich mache immer die Abkürzung, er geht immer einen langen Weg. Ich verstehe auch nicht, warum das ich nicht mir so lang die Beine brechen will. Echt jetzt? Gut, jetzt habe ich noch ein paar Tage nicht gespielt. Ne, 2 Tage und 3 Tage nicht gespielt. Und muss sagen, da ich erstmal schauen muss, wo ist wer jetzt was? Hier ist. Ich stehe eigentlich fast davor. Ich soll zu irgendeiner Luft gehen. Ich speichere mal ab, bevor mir das große Grauen kommt hier. Ehrlich gesagt. Das sieht nicht gut aus. Echt? Wow, Die keine. Armee ist immer auf der Suche nach. Ja, schön Abstand halten, Corona. Ich muss sagen, ich habe gerade auch den Ton kurz vom Mikrofon verändert. Das war gerade auf einem anderen Mikrofon eingestellt, was, naja, nicht gerade um die Ecke steht. Diese kaiserliche Diese Schmerzen. Jemand soll etwas gegen diese Schmerzen tun. Die sind mir alle zu krank. Ich muss in diese Richtung. Immer noch in die Richtung. Jetzt müsste ich auch schon fast draufstehen. Laut meinem Navi. Da ist es ja. Das ist so ähnlich, wo ich mit Bionado das eine Mal in Maisho war das. Wir haben den See gesucht, laut Navi waren wir schon im See drinne. Wir standen auf einer Pferdekoppel. Ja, so habe ich mich gerade hier gefühlt. Verschwunden. Findet Paratus in Ukola. Diese Person ist beschädigt. Jetzt ist diese Person tot. Und ausgeraubt. Unter anderem waren die Ah! Bremer meisterhafte Fallenbauer. Achtet auf Stolperdrähte und falsche Böden. Danke für den Ratschlag, aber schön, dass du auch mal wieder da bist. Jetzt mache ich halt mal wieder speichern. Und ab geht's. Meisterhafte Fallenbauer. Da war doch schon mal so was Ähnliches. Alles, was Gold ist, nehme ich mit. Ich kann es ertragen. Auch wenn ich es eh nicht verkaufe. Weil ich nicht weiß, was ich verkaufe. Ich verkaufe wahrscheinlich. Der Typ rennt bestimmt wieder rein. Also werde ich mal ganz schnell. Sind hier alle tot? Oh. Bist du auf meiner Seite?
passiert denn jetzt gerade? Krasse Scheiße, aber was passiert denn jetzt? Ich mach mal den Feuerblitz. Jetzt ist Schluss. Ich hau mit meiner Faust auf eine Metall. Oh, ich bin voll blutig. Wissenschaftlerin, jetzt ist die aber auch... Lag die nicht hier? Okay, ich verstehe die Welt nicht mehr. Gut, Feuerblitz. Ich speichere mal ab. Die Tote ist als wieder auferstanden und hat mit mir gekämpft. Ich habe gedacht, die hat gegen uns gekämpft. Ist alles leer, warum? Ich dachte schon. So, sollen die sich mal drum kümmern? Oh, shit. Jetzt habe ich meinen Typen angefackelt. Entschuldigung. Ausrauben. Irgendwas, was ich mitnehmen kann. Ich kann immer nur einen Teil mitnehmen. Was war denn das gehört? Ach! Es könnten Fallen versteckt sein. Wo geht's denn jetzt lang? Da lang? Okay, ich speichere mal lieber ab. Okay, hier war nichts. Wenn man eine ausraubt, sind alle ausgeraubt. Aber hier ist ja nichts. Hier ist irgendwie gähnende Leere. Okay, eine Erzmine. Wie lange braucht der? Oder die oder es? Heute gibt es ja drei Ansprechvarianten. Schön mitnehmen hier. Kann alles eingeschmolzen werden. Ich muss sagen, die Häuser bei Skyrim sind toll, ey. Die sind ja richtig schön. So. So. Naja, unsere Katze spinnt ein bisschen. Speichern, speichern, speichern. Bin gerade überlegen, wo muss ich hier eigentlich lang? Das liegt mir total... Die jagen mich hier durch die Gegend. Abbauen. So, kommst du? Ach, da bist du ja. So. Dankeschön. Hässliches Vieh.